Es gibt nur eine Mitte. Es gibt keine alte Mitte, es gibt keine neue Mitte, es gibt keine linke Mitte, es gibt keine rechte Mitte. Es gibt eine Position der Mitte. Die Partei, der Vorsitzende ich seit nunmehr über 13,5 Jahren die Ehre habe, war, ist und bleibt eine soziale Volkspartei der Mitte. Und ich mache dieses Plädoyer sehr gerne, weil es nämlich nun einmal zu dem von einer gewissen roten Klischeefabrikation erzeugten Irrtümer gehört, mich als Konservativen oder als Rechten einzustufen. Nur hat sich bei denen im Kopf das Koordinatensystem so verschoben, dass sie rechts und links nicht mehr unterscheiden können. Es gibt nur eine Mitte, es gibt keine alte Mitte, es gibt keine neue Mitte, es gibt keine linke Mitte, es gibt keine rechte Mitte, es gibt eine Position der Mitte. Das war eine Originalrede von Franz Josef Strauß, verbunden mit neu komponierter und neu arrangierter Musik. Das Ganze erscheint demnächst auf einer Schallplatte, auf einer Langspielplatte. Sie kennen vielleicht die erste in dieser Reihe, Politparade 1 und nun Politparade 2. Die Produzenten sind bei uns, Volker Kühn und Roland Schneider. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, das interessiert einen natürlich, eine solche Platte zu machen, die ja wahrscheinlich sehr viel Arbeit erfordert? Wer möchte? Hat keiner so viel Arbeit gehabt dabei. Aber Sie wollen keine Stunden hören. Wir wissen es wirklich nicht. Es sind vielleicht 500 Stunden gewesen, vielleicht 800, ich weiß nicht. Wir sind allein etwa 2,5 Wochen im Studio gewesen. Und Tag für Tag Bänder abgehört, das Interessante rausgeschnitten, montiert. Ist ja in dieser Platte oder auf dieser Platte keine Rede zu hören, die durch irgendwelche technischen Raffinessen in irgendeiner Form beschleunigt worden wäre. Dass also der Redner plötzlich wie ein Heinzelmännchen spricht, sondern es wurden die Originalausdrücke, die Originalworte verwandt und die wurden einfach zusammengeschnitten in einen neuen Text. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Wir haben also von Anfang an versucht, auf der ersten Platte schon, also wenig wie möglich zu manipulieren, weil wir das Gefühl hatten, dass es authentisch wirken soll. Und ich glaube, dass das auch im Grunde der Erfolg der Platte geworden ist. Hat es eigentlich von Seiten der Politiker Proteste gegeben gegen diese Art einer Verbreitung von Reden? Ich weiß das nicht und mir wäre das auch im Grunde egal. Ich meine, es hat sehr viel Zustimmung gegeben von Seiten der Politiker. Mhm. Ich erinnere mich an eine Stellungnahme von Helmut Schmidt, der sagte in einer Sendung von uns in der Sendung Magazinsammlung Südwestfunks, dass er das Ganze für etwas fraglich hält. Das war Treffpunkt, ja, bitte, übrigens, die Sendung. Ja, ist mir fast entfallen, trotz des eigenen Hauses. Aber Sie haben an für sich keine Proteste bekommen. Nee, nicht dafür. Kann man hoffen, dass die nächste Woche auch keine Proteste bringt. Vielen Dank, Volker Kühn und Roland Schneider, für die Politparade Nummer 2.